Für Lisa gehört das Internet zum Alltag. Hier findet sie Infos für die Schule, kann Filme gucken und mit Freunden kommunizieren. Aber was ist dieses Internet eigentlich? Und wozu wurde es erfunden? Das Internet ist ein riesiges Netzwerk, das Millionen von Computern auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Dabei stecken heute Computer in jedem Smartphone, aber auch in Fernsehern, in vielen Autos und sogar in Haushaltsgeräten. Anfangs waren Computer noch riesige Maschinen mit sehr geringer Rechenleistung. Um komplizierte Rechnungen durchzuführen, hatten Wissenschaftler in den USA die Idee, ihre Computer miteinander zu vernetzen. Zunächst waren es nur die Rechner an vier Universitäten in Kalifornien und Utah, die miteinander verbunden wurden. Daraus wuchs innerhalb weniger Jahre ein Netz von mehreren 1000 Computern in den ganzen USA. Das ARPANET, der Urahn unseres heutigen Internets. Das ARPANET war eigentlich ein militärisches Forschungsprojekt. Erst in den 1980er Jahren wurde daraus ein allgemein zugängliches Computernetzwerk. Eine Besonderheit des ARPANET war, dass es keinen zentralen Netzknoten gab, der bei Ausfall das gesamte Netz stilllegt. Vielmehr waren alle Rechner über mehrere Wege mit den anderen verbunden. Das System war so weniger störanfällig. Und wenn zwei Rechner viele Daten austauschten, konnten sie mehrere Leitungen gleichzeitig benutzen. ARPANET war ursprünglich nur für die Übermittlung von Computerdaten gedacht. Die Wissenschaftler wollten aber auch Nachrichten untereinander austauschen. 1971 wurde in Cambridge, Massachusetts, die erste E-Mail geschrieben. Schon damals wurde übrigens das @-Zeichen für die Adresse benutzt. Zwei ARPA-Wissenschaftler fanden auch eine Lösung, um Netze miteinander zu verbinden, die auf unterschiedlichen Technologien beruhen. Das Transmission Control Protocol und das Internetprotokoll, kurz TCP/IP, erlauben zum Beispiel den Datenaustausch zwischen Funk- und Kabelnetzen. Die Idee des Internets als Netz der Netze war geboren. Um dem Netzprinzip noch besser gerecht zu werden, entstand 1991 am Europäischen Forschungszentrum CERN der Hypertext. Er ermöglichte die Verlinkung von Inhalten, von Texten, Bildern und Filmen. Es ist die Basis für das World Wide Web, das WWW, durch das das Internet innerhalb weniger Jahre zum bedeutendsten Medium für den Informationsaustausch wurde. Auf dieser Basis kann heute auch Lisa ihren Computer dazu nutzen, um mit Freunden zu chatten, Infos für die Schule zu finden, Filme zu schauen und vieles andere mehr.